Heaven's California. Hallihallo und da sind wir schon wieder bei mir auf dem Kanal zu Metal Gear Survive. In dem letzten Video war ja nicht besonders viel los, ne? Oder nichts Besonderes los. Heute werden wir uns mal, wie gesagt, auf den Weg machen hier zu der Speicherbank, die da entdeckt wurde. Ich denke auch, dass uns da einiges erwarten wird. Wir müssen mal dorthin. 500 Meter. Okay, schauen wir mal, was uns erwartet. Ist noch nicht viel erforscht, aber bis jetzt ist erstmal kein Nebel dort. Das ist auch schon mal von Vorteil. Der Nebel kommt erst später. Er kommt da vorne. Also haben wir hier erstmal einen kleinen positiven Vorteil, dass wir noch nicht mit Sauerstoffmaske laufen müssen. Wir müssen uns immer mal ein bisschen umgucken. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber wir. Ach so, gut, die Station, genau. Wir wollen hier ja nichts verpassen. So, gespeichert habe ich natürlich nicht. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Wow, erstmal alles ein bisschen einstellen. Was haben wir hier? Molotow-Cocktail, Zaun, eine Mine, Taschenlampe. Okay. Zaun würde ich jetzt nicht gebrauchen, vielleicht eher das. Und die Waffe nehmen wir mal. Puh, ja, mal den Hammer. Müssen sie so irgendwann ausprobieren. Ich hoffe jetzt mal, dass mich nicht allzu viel hier erwartet. Aber wie gesagt, mir. Was ist das? Ihr kennt das ja alle. Hier sind Ruinen. Geht der Nebel eigentlich auch irgendwann mal weg oder bleibt da jetzt der Nebel? Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Das war doch so ein. Da wieder so ein Transporter. Die Pflanze, immer gut. Da vorne ist noch eine. Da ist ein Freak. Der hat mich schon gesehen. Ja, aber ich starte mich trotzdem. Also ich muss sagen, mit dem Hammer braucht er ja ewig, um auszuholen. So, wir laufen mal ein bisschen hier am Rand entlang. Hier ist auf jeden Fall meine Straße verlaufen. Da vorne hast du wieder so einen Psychopathen. Das sieht schon mal gut aus. Bleib mal so stehen, mein Kleiner. Den schicken wir mal zurück, weil ich glaube, dass das dann so ist, dass man da mehr rausbekommt von dem. 1950 habe ich jetzt rausbekommen, also das ist schon. Das ist gut. Gucken wir mal, wo es hier noch lang geht. Hier wird es jetzt gewesen sein, oder? Nee, hier. Love Forest. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Dort ist was Weißes. Und das könnte doch eigentlich so eine Speicherbank sein, oder? Wir platzieren hier mal noch eine Flagge, damit wir sehen, wo wir sind. Hier sind wir, doch, das könnte die richtige Richtung sein. Ach, dort vorne.
Uns erwarten durften viele Wandelnde. Na klasse. Da habe ich ja eigentlich die falsche Waffe mit dabei. Wenn es da viele Wandelnde gibt. Da ist ein Freak. Das war sehr schlau. Ah, das mit dem Hammer dauert einfach zu lange. Also der Hammer ist Rotz. Ich meine, klar, der trifft, aber... Das ist... Der Lumbi ist da einfach zu langsam. Wir müssen unser Herz auf jeden Fall, unser Herz, sag ich, unsere Energie auf jeden Fall erhöhen. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh je, das ist jetzt hinter mir. Irgendwo sind da noch welche, aber ja, das kann ich schon auch nicht ändern. Was ist hier? Ja. Ja, ist ja schon gut. Sieht doch ganz gut aus eigentlich, bist du doof? Na okay. Die wird schon wissen, was er erzählt. Bisschen Wasser. Bam. Wow. 100%. Dann schieben wir uns noch eine kleine Suppe hinter die Kiem. So. Was lag hier? Das war's jetzt. Na, sag mal. So, ich denke, jetzt wird's gleich interessant. Jetzt wird's interessant. Ich glaube, die wollen mich jetzt bestimmt erschrecken. Captain, you read me. I got something to tell you. Das sag mal. While you're out there, if you see anything that looks like it could be used to make a wheelchair, bring it back, will you? Alles klar, für den Kleinen. It's for Chris. He'll be stuck in bed all the time if he doesn't get a wheelchair. Thanks. Oh, and don't mention this to anyone. Irgendwas finden, woraus man Rollstuhl bauen kann. Ja. Ich glaube, ich habe einfach die falsche Waffe mitgenommen. Der Hammer ist nichts. Das ist. Der Hammer ist eigentlich völlig zu führen. Ich muss auf jeden Fall schneller machen hier, ja, das bringt mir gar nichts hier. Ich sehe nichts. Ich fange jetzt hier bestimmt nicht an, irgendwelche Kisten zu zerklappen, wenn hier irgendwelche Hakus auf mich warten. So, ich muss aber jetzt auch mal aufpassen, weil ich bestimmt auch schon
Ich bin doch bestimmt schon überbeladen, oder? Die Fässer zerkloppen mir jetzt auf jeden Fall nicht. Oder? Ach, scheiß drauf. Wir wollten Eisen sammeln, wir sammeln Eisen. So, jetzt kommt mal her hier. Muss da jemand. Sag mal, was gibt's denn hier alles zu finden? Das ist ja der Wahnsinn. Na komm. Auf jeden Fall habe ich wieder irgendwas Gutes gefunden. Irgendwas neues Rezept für Molotov Cocktail oder irgendwie sowas. Oxygen. So, ich hoffe, das geht jetzt mal ein bisschen schneller hier. Langsam der Faxen dicke. Komm ich hier gar nicht weiter? Ich jetzt nicht. Ach hier. Kommt gleich für Party. Hier unten, da liegt einer. Hier noch einer liegen, jawohl. Alter Güte, Bock ist hier. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen schneller legen, weil ich muss dann auch noch zurücklaufen. Ich vergesse hier immer auf den Boden zu gucken. Weil hier ja auch gerne Leute rumliegen, ne? Man kennt sie. Alter, was ist denn das alles hier? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich bin doch bestimmt schon komplett überladen, oder? Das ist ja eine Goldgrube hier. Das geht ja gar nicht mehr. Interessant. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Na, wo, was? Oh, das wird immer tiefer. Das gefällt mir gar nicht. Oi. Oi, ich bin und hab die falsche Waffe dabei. Mist. Ich brauch den Speer. Mist. Also Leute. Scheiße. Wie soll ich denn mit der Keule die Spinn kaputt machen? Ich brauch den Speer. Oder soll ich es probieren? Oh, scheiße. Ich ekel mich so sehr vor Spinnen. Das ist so ekelhaft. Oder soll ich es mal so probieren? Vielleicht sind die auch alle so dumm. Ja, sie sind zu dumm. Wie geil ist das denn? Die sind echt alle so dämlich. Hier gibt es noch mehr Futter für euch. Ey, wieso sind denn die alle so dumm? Futter macht das denen nichts aus. Doch. Alter, was ist denn hier los? Ist das ekelhaft. Ey, tut mir leid, aber das ist echt ekelhaft. Das ist ekelhafter als ekelhaft. Wie ich Spinnen hasse.
Kann ich die noch irgendwie herlocken? Ja, komm, sterbt alle dran. Auf jeden Fall muss ich die hier vorlocken. Komm, sterbt einfach alle. Das ist zu eklig. Oh, Leute. Das ist halt scheiße, wenn man so eine Spinnenphobie hat, ne? Sind jetzt alle tot? Krass. Wirklich? Ich kann aber jetzt auch nicht die ganzen Viecher hier abziehen. Da wäre ich nie fertig. Nee. Ich muss ja mal voran machen. So brauche ich nicht weitermachen. Ich muss hier vorangehen. Oh, überall die Spinnen. Ja, ist das ekelhaft. Oh Mann, ey. Oh, hoffentlich kommen jetzt hier nicht noch mehr, ey. Ich hasse dieses Pack. Uff. Eklig, da kommt so viel. Oh, ich habe überall Gänsehaut. Ich ekle mich vor diesem Zeug. Ah, Zwiebeln. Sehr gut. Zwiebeln müssen wir bestimmt anbauen. Echt. Ich habe immer noch die übelste Gänsehaut. Oh, ekelhaft. Ich ekel mich so vor Spinnen. Oh, Entschuldigung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde diese Viecher einfach nur ekelhaft. Schön. Was mache ich hier? Ne? Nix, ne? Kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Da ist eine Kiste. Na komm. Ich bin auch total überladen. Also mit Rennen ist ja auch nicht mal viel. Ich muss trotzdem mal wissen, wo ich jetzt hin muss noch. Gibt es hier noch irgendwo eine Tür oder irgendwas? Ach Mensch, da kann man sich wieder so schön verlaufen. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich will eigentlich gar nicht wissen, was hier so dahinter ist. Aber ich sehe gerade auch nichts, wo ich hin soll. Hoch. Ja, oben bringt mir das aber nichts, ne? Das ist klar. Ich brauche schon wieder Sauerstoff, das kotzt mich an. Ich hier irgendwie zur Seite springen. Oh. Ey, wo muss ich denn hier hin, verdammte Scheiße?
Scheibenkleister. Nochmal. Komme ich hier hoch? Ja. Ah! Jetzt wird ein Schuh draus. Oh, ich habe überall ganze Haut. Wahnsinn. Ekelhafte Viecher. So, da haben wir das auch geklärt. Ich bin völlig überladen. Das interessiert mich gerade gar nicht. Ich muss ja alles mitnehmen. Auch wenn ich nur noch langsam laufen kann. Und jetzt geht's wieder zurück. Wenn ich hier wieder rausfinde. Das ist natürlich vorausgesetzt, ne? Ich bin gekommen von hier. Ich könnte jetzt mal noch die ganze Kuban-Energie mitnehmen, aber. Ach, da müsste. Da verbrauche ich mehr Kuban, als wie ich jetzt hier. Kehre zum Basislager zurück. Ja, mache ich da gerade. Denkst du, warum ich hier bin? Ja, Klappi. Sarah, mal bist denn du völlig gestört? Hab die Spinne den Verstand vernebelt oder was? Jetzt komme ich aber nicht mehr hoch oder was? Ja, hallo? Das ist. Hä? Von uns bin ich ja da auch noch hochgekommen. Das ist jetzt dein Ernst? Hier, oh, ich habe jetzt schon echt gedacht, ich komme nicht mehr raus. Ich habe trotzdem noch die Vermutung, dass es hier noch kleiner mal, dass es hier gleich noch mal ordentlich platzt. Was lag hier noch? Ach, Fässer, ja, habe ich genug eingesammelt. Die haben alle zerschrottet. Hier können wir auf jeden Fall dann noch mal zurückkehren, weil hier sind noch genug Sachen. Was mich halt tierisch nervt, ist immer, dass das Sauerstoff zu Ende geht. Obwohl es ja eigentlich noch so viele Sachen gibt, bin ich hier richtig? Ne, hier waren wir schon. Also ich muss einfach hier gerade durch. Ja, man könnte eigentlich noch viel mehr einsammeln oder könnte auch unten die Spinnen einsammeln und alles, aber nicht, wenn das Sauerstoff zu Ende geht. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Ja, hallo. Ich glaube, irgendwo daneben war es, ne? Mal gucken, ob wir es mit der Energie noch schaffen, weil rennen kann ich nicht. Ich möchte aber jetzt auch erstmal den kleinen Zombies etwas aus dem Weg gehen. Jetzt geht's nicht mehr, oder? Doch, wunderbar. Läuft hier lang? Nichts. Hey, du bist mir nicht ganz knusper oder was? Du Miststück. Ja, genau, spring weg. Die nehmen wir noch schnell mit hier, die 1300, und dann ab ins Lager. Rumstreiten können wir uns später. Aber jetzt wird nämlich auch langsam der Sauerstoff etwas eng. Und jetzt auf wie geht's. Rumkloppen können wir uns dann. Ja, dann machen wir noch eine schöne Mission. Und dann müssen wir nur hier rumprügeln. Ja, dann haben wir das. Aber Pflanzen können wir natürlich mitnehmen, wenn wir sie einfach mal so backen. Und wenn sie auf dem Weg liegen, warum nicht? Einfach mal angesagt und fort. So, jetzt müssen wir eigentlich auch gleich aus dem Staub mit rauskommen. Ja, ich weiß. Normalerweise müsste doch hier der Staub dann zu Ende sein, oder? Habe ich schon was verpasst? Ja, es wird heller. Es wird heller. Guckt. Wir laufen in das Licht.
Super. Und das Uhr sind wir schon. Jetzt machen wir schön zur Basis zurück, total überladen. 136% überladen. Naja. So. Mal gucken, was uns in der Basis erwartet. Achso, jetzt muss ich erstmal auswählen. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn wir so ein bisschen die Karte aus der Nähe noch mit erkunden und die ganzen Lernbereiche noch etwas füllen und dort halt schauen, ob halt verschiedene Sachen dort sind. So. Jetzt müssen wir zur Prinzessin gehen hier. Ja. Oh. Crew ist verletzt. That's not good. Captain, we repaired the materials you brought back and took a shot at making a wheelchair. This kind of thing isn't my forte, but thanks to Reeve's help, we pulled it off. Maybe he's not such a bad guy after all, huh? Anyway, I'm gonna go give it to Chris. I hope he likes it. What do you think, Chris? I know it's not perfect, but... But? Mach da weiter. Erzähl. No, it's fine. It's great, actually. Thank you. Immer wieder gern. You're welcome. Captain, pardon the interruption, but we have an update for you. Mal weiß, was jetzt kommt. The data you recovered contained records of the Karen Core, but there was no information related to singularities. It looks as though we may have to rely on Mr. Gruen's data after all. We're still going through it, but we'll let you know when we're done.